Leute, willkommen zum neuen Gameplay und zwar heute gucken wir uns die Fortissimo an. Scharfschützengewehr. Ich sag mal so, schon ein paar Mal gespielt. War jetzt aber nicht so der Hit. Vielleicht ist diesmal anders. Mal gucken. Ah, da habe ich sie direkt. Ah, die habe ich auf Epic alles. Tue ich mal das hoch. Was ist denn da? Magazingröße braucht die Magazin. Wie viel hat die denn? Magazin 8. Eigentlich nach der Geschwindigkeit. Tue ich mal drauf. Energie ist klar. Tue ich die drauf. Noch legendär wird die noch hochgezogen, aber jetzt nicht. Ja, nachteilig nicht reingemacht. Kritische Trefferwertung, kritischer Schaden. So, wenn du einen Feind mit dieser Waffe betäubst und wegstößt, müssen er und Feinde in der Nähe kurze Zeit tanzen. Wirkt sich nicht auf Feinde aus, die vor kurzem. Ah, okay, das ist gut. Der hat auch diesen Perk. Ich gehe da mal nochmal in die Mission. Passt perfekt dafür. Was versinkt da? Die sind da wieder am Trecken. Das ist doch nicht normal. Justin ist sauer. So. So, man kann gedrückt halten. Ist das so? Guck ich mal. Ach so. Man kann immer einen Strahl, also verschiedene. Und wenn man gedrückt hält, dann ist das so ein aufgeladener Schuss. Ah, verstehe. An sich finde ich das ja nicht schlecht. Ah, die tanzen auch direkt. Ich weiß nicht. Also, Schaden klingt gut. Aber es ist ein Scharfschützengewehr. Das ist. Da dauert das Ganze ein bisschen. Okay, ich nehme zurück. Der Schaden ist sehr gut. Schaden ist gut. Schaden ist sehr gut. Aber was mich so ein bisschen stört dabei, ist wirklich, dass es so ein bisschen dauert. Mit dem Aufladen. Okay, Nachladegeschwindigkeit ist gut, dass ich da reingemacht habe. Also dieses Aufladen dauert ein bisschen. An, als würde jemand niesen. Ja, das hört sich fast an, als würde jemand niesen. Ganz ehrlich gesagt, ich würde mit der Waffe nicht spielen. Macht zwar geilen Damage, keine Frage, aber ich würde generell nicht mit der spielen, weil es halt ein Scharfschützengewehr ist.
Man spielt nur mit Scharfschützengewehr, wenn man halt Lust drauf hat. Und tägliche hat. Oder wenn man halt Gebäude kaputt machen will. Also wie bei der Verheerer. Oder man hat einen Bogen, was natürlich auch zur Scharfschützenreihe gehört, aber das mit dem Bogen ist natürlich wieder was anderes, weil die sind ja auch schon ziemlich stark, beziehungsweise zwei Stück. Ne? Tanzen aber direkt, das ist nice. Der Schaden ist nicht schlecht, also Kleinen sind mit einem Schuss meistens tot. Das hört sich wirklich so an, als würde jemand niesen, ey, das ist ja richtig nice. Ja, also die kann locker mit dem Schallstrahler oder sogar mehr mithalten. Also ist auf jeden Fall eine sehr nice Waffe. Aber wie gesagt, ich würde sie jetzt nicht die ganze Zeit spielen. Ich würde wahrscheinlich einmal hier antesten, was ich gerade auch mache. Aber mehr mache ich nicht. Aber der Schaden ist gut. Das ist ja die Hauptsache dabei. Nee, keine Lust, da ein Leben zu verlieren oder auszugeben. Oh, mir kommen da einfach zu viele. Sorry, aber mir kommen echt zu viele. Sag mal. Ich hätte jetzt gedacht, dann kommt mehr Schaden, aber. Sag mal, was zum Beispiel. Ah, jetzt war der Schaden noch gut. Boah, das war ein Knaller. Das war ein Crit. Das war ein richtiger Crit. Manchmal geht auf jeden Fall klar. Das fühlt sich so wirklich an, als würde jemand niesen. Ah, geil. Ah, die Kühlschränke tanzen dann auch, dann kannst du die easy bearbeiten. Ja, moin. Trommelute.
Geil. Also mit der Waffe kann man auf jeden Fall spielen. Besonders Kühlschränke sind kein Problem mehr. Ist ja nichts. Ja, lustige Waffe. Auf jeden Fall lustige Waffe. Übertrifft auf jeden Fall den Durchschnitt, was Schaden angeht. Ja, moin, es tanzen alle! Wie geil ist das denn? Ja, moin, also die gefällt mir schon. Ja, also gefällt mir auf jeden Fall sehr, muss schon sagen. Ja, vielleicht spiele ich doch noch ein bisschen mit der. Hat mich doch jetzt ein bisschen mehr überzeugt als sonst. Das mit dem Aufladen, ja, okay. Da muss auf jeden Fall nachladen, die Geschwindigkeit auf jeden Fall mit rein. Ja, passt auf jeden Fall. Also super, finde ich super. Positiv überrascht, das ist jetzt schon die dritte, die gut ist. Beziehungsweise die Bassflinte, der sechste Perk war irgendwie ein bisschen katastrophal, aber Schaden bis jetzt super.